Es ist soweit, und zwar das neue Hauptset, um genau zu sein, das erste Hauptset des Jahres, um genau zu sein, Phantom Nightmare. Und dieses Set, da freue ich mich schon wirklich lange drauf, denn wir haben hier wirklich viele neue Karten, die es wirklich in sich haben, die auch wirklich gut sind. Und vor allen Dingen, wir sehen es natürlich schon, wir haben hier auch Yubel drin. Und Yubel in Kombination ist unglaublich stark. Aber wir gehen mal Stück für Stück auf, wie immer. Ich denke mal, wir öffnen das Ganze. Hier wieder mit einer Knickfunktion. Das gefällt mir mal sehr gut. Kann man das Ganze leicht öffnen. Und wir gehen das eben Stück für Stück hier einmal durch. Wie immer, ich kenne nicht alle Karten. Ist schon mal wichtig zu erwähnen. Ich kenne halt nicht alle. Und dementsprechend muss ich natürlich zum Teil lesen. Ihr kennt wahrscheinlich schon alle Karten. Aber ich eben nicht. Zunächst, I like the cover. Also wirklich, Yubel in dieser Form, unglaublich hübsch. Oh, wir fangen mit der linken Seite an. Und ich sagen, gehen direkt rein und mal gucken. Wie gesagt, wir gehen auf die Karten ein. Wir haben hier wirklich sehr viel. Wir haben hier MySpec da drin. Wir haben neue Archetypes hier drin. Wir haben Diabell Star Support. Wir haben hier Aroma Support, der auch sehr relevant ist. Aber wir gehen einfach Stück für Stück ein. Und wir haben hier Finsteren Wächter. Und das natürlich angelehnt an den normalen Wächter, der hier drin ist. Dann ausgerechnet Chroniken. Sieht sehr, sehr hübsch aus. Also muss ich sagen, sieht sehr, sehr hübsch aus. Aber, also Illusion, ne? Muss ich nochmal erwähnen hier. Illusion, klar, kommt immer, immer wieder. Dann hier, auch hier, muss man natürlich sagen, dass das Ganze bereits schon mal da war. Ne? Genau zu sein, eben das neue Deck, Momento. Und das Ganze ist natürlich drin gewesen, eben im Smashers. Ne? Also hier jetzt nochmal neue Karte dazu. Und Überfallraptor, Blütegeier, ebenfalls hier drin. Wie gesagt, Überfallraptor, ebenfalls hier, neuer Support. Und weiter geht's. Weißer, ebenfalls Fisch, allgemein bekommt hier ebenfalls Support. Also ihr merkt, ihr bekommt wieder eine Menge Support. Für verschiedene Sachen. Goblin Biker. Ja, und da haben wir schon einen neuen Archetype. Ja, den Goblin Biker. Denn ja, man kennt Goblin Angriffstrupp. Aber hier haben wir eben Goblin als ein Archetype. Finde ich sehr, sehr interessant. Dann haben wir nochmal diese Starfrost Support und Gerümpel. Anschlussdrache, was eine neue Karte ist, die ich nicht kenne, die müssen wir uns ganz lesen. Falls du einen Synchromonster kontrollierst, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Okay, das ist schon mal sehr nice. Wir sehen hier eine Karte für Synchro. Weiter geht's. Du kannst ihn nur einmal pro Spielzug auf dieser Art Spezialbeschwören. Macht natürlich komplett Sinn. Wenn ein Synchromonster, das du kontrollierst, einen Angriff deklariert, du kannst diese Karte von einem Friedhof verbannen. Jedes Monster, das du kontrollierst, erhält bis zum Ende des Spielzuges 800 DK. Du kannst diesen Effekt von ihm nur einmal pro Spielzug verwenden. Okay, also, er ist halt eine Karte, die wir Spezialbeschwören können, die wir dann benutzen können, wieder um Synchro-Plays zu machen. Und er gibt nochmal ATK-Boost. Ja, nett. Ist eine neue Karte. Nehmen wir mit, ne? Neue Karten nehmen wir immer mit. Und finde ich immer sehr interessant. Ich bin auch interessant, was wir hier so allgemein haben. Dann haben wir hier Ungeheuer des Goblins. Ja, wie gesagt, Goblin ist eben ein neuer Archetype und ist halt ein Exit-Archetype. Das bedeutet eben hier, Exits sind die Main-Thematik. Passt natürlich jetzt gerade mit dem Starter-Deck, dass wir da eben dann Zeus drin haben. So, dann haben wir Geist-Schleif. Olem Artwork, sehr, sehr hübsch. Und hier haben wir nochmal Würfeln und Zeit-Nachlader. Ist, glaube ich, gehört er nicht zum... Nee, Zeit nachladen. Okay, und die erste Ultra. Und da haben wir auch schon einen neuen Archetype-Wieger. Und zwar Totenkopf-Wächter, Beschützer des stimmlosen Stimme. Und da muss man sagen, der neue Archetype ist ein Ritual-Archetype. Bedeutet also, wir bekommen wieder ein Ritual-Deck. Ja, und das ist sehr interessant. Und das haben wir mit unter anderem eben das Hauptmonster, bzw. das Ritualmonster. Es gibt eben zwei Ritualmonster. Und wir haben es gezogen. Ist sehr, sehr nett. Mal interessant. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze dann im Zufall, in Zukunft eben eingliedern wird. Und was ich ebenfalls interessant finde, was sich eingliedern wird, ist Erdgebunden. Erdgebunden hat ja eben Maze of Millennia eben neue Karten bekommen. Jetzt eben auch die erdgebundenen Fusionen. Bedeutet, wir haben jetzt alle Karten dazu. Bin mal gespannt, wie sich das aussetzen wird. Ob man das vielleicht irgendwie kombinieren wird. Dann wieder ein Synchro rein. Klar, das ist jetzt eine Fusionskarte. Durchaus, aber es geht ja auch auf Synchro bei den Deckthemen. Bin gespannt auf jeden Fall, wie das Ganze aussehen wird. Und dann haben wir hier 100-Füßler Schwarm. Ist auch eine neue Karte. Falls, also sehr interessant übrigens, ist natürlich Insekt, passt natürlich komplett, weil diese 100-Füßler-Karten kennt man ja. Falls sich diese Karte aufgedeckt wird, du kannst ein anderes Monster auf dem Spielfeld wählen, änderst in offene Angriffsposition oder in die verdeckte Verteidigungsposition. Du kannst diesen Effekt von ihnen nur einmal pro Spielzug verwenden. Einmal pro Spielzug während deiner Mainphase, du kannst diese Karte in die verdeckte Verteidigungsposition ändern. Ah, ist für Flip und so. Interessant, interessant. Aber aufgedeckt ist natürlich so eine Sache, das ist... Das mache ich hier komplett kaputt. Ist so eine Sache. So, neuer Link-Monster. Ja, wir haben ja auch neue Link-Monster drin. Da gehen wir natürlich auch noch Stück für Stück ein. Hier Zauberer Zerbeck. Zwei Effektmonstern ist natürlich nice. Zwei Effektmonstern, zwei Pfeile nach unten. Ist immer gut schon mal grundsätzlich. Und 2000 ATK. Von daher nehmen wir das auf jeden Fall mit. Oh, und jetzt habe ich schon
Wir haben eine Super Rare. Ja, Herrscher Mops sieht unglaublich süß aus. Also brauchen wir, glaube ich, drüber drehen. Und Meister von Hamm. Ja, zwei Ungeheuermonster. Ist natürlich passend, denn es gibt ja so ein Ungeheuer-Deckthema mit Hundeschule ähnliches und ja, gliedert sich hier ein bisschen mit ein. Dann haben wir nochmal Goblin Boom Beschleuniger. Und das ist, glaube ich, nee, ist das die? Einbruchkette während der Main Phase, falls sich diese Karte in deiner Hand oder deinem Friedhof befindet. Schnelleffekt, du kannst ein Exit-Material von einem Monster auf einem Blütezeug abhängen und falls du dies tust, beschwört dich der Spezialbeschwörung. Zusätzlich, er spezialbeschwört sich, genau. Er spezialbeschwört sich, ich dachte, das wäre der Sucher, aber es ist der Spezialbeschwörer. Ja, und dann haben wir hier eben Aroma. Und da muss ich schon mal erwähnen, Aroma ist sehr interessant, denn wir haben hier indirekt, also ne, indirekt ist es ja eigentlich natürlich Aroma-Support, aber für Rika, denn Rika sind Pflanzen, das sind auch Pflanzen und ja, natürlich ist das schon mal eine Kombination, die passt, weil Pflanze, Pflanze. Aber das Besondere ist, sie sagen, also wir kommen noch gleich zu der Karte, hoffe ich, dass man eben aus dem Deck ein Monster spezial beschwören darf, aber dann eben nicht mehr Monster spezial beschwören darf, außer Pflanzen. Das heißt, du bist in Pflanze halt eben gelockt und das geht natürlich dann natürlich wieder mit Recorder Thunderbolt, ne? Also muss man natürlich hier sehen. Wandervogel, auch eine Karte, die ich nicht kenne. Flip, du kannst ein Flip-Monster der Stufe, ein Flipmonster der Stufe 5 oder höher als Spezialbeschwörung von deinem Deck in verdeckter Verteidigung beschwören, außer ihn. Okay, genau 5, warte. Stufe 5 oder höher. Ah, okay. Ja, das ist dann natürlich Shadol Beast, ganz klar. Nein. Mal sehen. Während der Battle Phase, falls sich die Karte in der Hand befindet, Schnelleffekt. Du kannst kannst ein verdecktes Monster vom Spielfeld wählen, lege es in den Friedhof und als du dies tust, beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung in verdeckter Verteidigungsposition. Warum in der Battle Phase? Das weiß ich jetzt nicht so ganz, aber interessant. Flip-Support? Interessant. Notfallapport. Ja, wir haben auch noch ein bisschen Psi. Dann haben wir Goblin-Karten und mystische Kartoffel. Okay, die kenne ich auch nicht. Wir müssen lesen, Leute. Es ist immer, wie es ist. Falls diese Karte auf dem Spielfeld durch einen Karteneffekt zerstört und im Friedhof gelegt wird, du kannst ein finstes Monster mit 1500 oder weniger ATK als Spezialbeschwörung von Deck und Verteidigungsposition beschwören. Falls diese Karte auf dem Spielfeld durch einen Karteneffekt zerstört und im Friedhof gelegt wird, oh, da steht nicht des Gegners. Das heißt, auch wenn wir sie zerstören, Das ist interessant. Ist natürlich ein Pardon zur mystischen Tomate. Das ist interessant. Immer wenn Karten sagen, durch Zerstörung, aber auch durch eigene, dann ist es immer interessant. Definitiv, weil man eben die Effekte nutzen kann, indem man sie eben selber zerstört. Ja, dann haben wir Berserker Ortsunterwäldler. Ist interessant für Unterwäldler. Zerstört eigene Karten. Ja, muss man gucken, wie man das macht. Weißer Hai, ebenfalls hier drin. Goblin Freifalltrupp, wie gesagt, ne? Die Goblins bekommen einen komplett neuen Archetype. Und Sonnenuntergangsstimmung. Okay, die kenne ich nicht. Müssen wir lesen. Was sagt sie denn? Falls ein offenes Monster, das du kontrollierst, in die verdeckte Verteidigung geändert wird, oh, ein Flip-Archetype, oder wie? Du kannst eine Karte auf dem Spielfeld wählen, zerstöre sie. Okay, das ist schon mal gut. Falls ein oder mehr warte mal, du kannst eine Karte auf dem Spielfeld wählen. Okay, sie wählt. Okay, ich dachte gerade, sie wählt nicht, aber okay, sie wählt. Falls ein oder mehr Flip-Monster, die du kontrollierst, aufgedeckt werden, selbst während des Damage-Step, du kannst einen von ihm wählen, füge deinen Gegnerschaden Höhe seiner Stufe mal 200 zu. Du kannst ihn nur einmal pro Spiel so verwenden. Okay, ein bisschen Schaden. Das ist der Zerstörungseffekt auf jeden Fall deutlich besser. Interessant. Neuer Archetype, definitiv. Feedswells immer Indikator für neue Archetype. Ich bin gesandt. Wie gesagt, das ist die Ritualzauberkarte von eben hier. Ihr hier. Das bedeutet also hier eben, wie gesagt, Ritual ist hier an Start. Dann haben wir Metallisierung und allerletztes Angebot. Ach. Die ist ja drin? Nee, doch, die kenne ich noch nicht. Während deiner Mainphase, du kannst 1000 Lebensmittel zahlen. Du kannst diesen Spielzug bis zu 3 Normalbeschwörungserzeugungen durchführen. Nicht nur eine. Während der Battleface deines Gegners, du kannst 500 Lebensmittel zahlen. Sofort nachdem der Effekt aufgelöst wurde, beschwöre ein Monster als Normalbeschwörung. Du kannst den Effekt nur einmal pro Spielzug verwenden. Naja, okay, also die Karte kenne ich, aber ich wusste nicht, dass sie hier drin ist. Okay, interessant. Ist auch die Nummer 100. Interessant, dass sie hier drin ist. Allerletztes Angebot. Ist natürlich zu letztes Angebot natürlich eine kleine Anspielung, ne? Dann haben wir Fischlampe, neues Synchromonster Stufe 4, nehmen wir natürlich mit. Prozess des Prozession des Drehkugs, Überfall, wie gesagt, Goblin und oh, Eisdonner! Wir haben Eisdonner gezogen. Okay, über Eisdonner wollte ich eh drauf eingehen. Wir lesen sie. Also, ihr kennt sie vielleicht, ich kenne sie auch, aber wir gehen auf ein. Eisdonner! Wenn eine Zauber- oder Fallenkarte oder ein Monster-Effekt auf dem Spielfeld aktiviert wird, zahle die Hälfte deiner Lebenspunkte, annulliere die Aktivierung, falls du dies tust, zerstöre jene Karte, dann zerstöre alle anderen Karten in derselben Spalte, in der jene zerstörte Karte gelegen hat. Leute, Spaltenplacement wird wieder wichtig. Und natürlich, was man nicht vergessen darf, das hier ist eine Karte, die eben nicht Solemn Judgment ist. Nein, Leute, Solemn Judgment kann das nämlich nicht, denn sie kann Beschwörung annullieren, sie kann Effekt annullieren von Monstern. Großer Unterschied und sie hat eben Zusatzeffekt mit der Spalte.
Interessante Karte. Wird wahrscheinlich den ein oder anderen Play irgendwann sehen. Machen wir weiter. Erdgebundene Fusion. Die Karte ist auch neu. Trihorn. Das ist, glaube ich, der neue Archetype. Das ist der neue Archetype! Falls du ein oder mehr, die dir gehören, durch Kampf und Karneval zerstört werden, du kannst die Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Okay, vielleicht auch nicht. Aber okay, Spezialbeschwörung werden. Falls die Karte auf dem Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, du kannst ein Monster mit demselben Typ oder Eigenschaft wie ein Monster, das du kontrollierst, in den Friedhof wählen, füge jenes der Hand hinzu. Aha, du kannst, okay, kann Monster vom Friedhof benutzen. Sehr interessant. Sehr interessant. Boah, ich möchte jetzt eigentlich wissen, also es heißt Sonnenuntergangsstimmung. Erstmal sehr, sehr entspannt. Mal gucken, wie dann der Archetype dazu heißt. Finstere Wächter hatten wir schon, Mobs hatten wir auch schon, Verdammungsbeschwörerischer Herrscher. Dann haben wir, Mondlicht der Goti. Ja, natürlich, ne, wo Fisch ist, ist natürlich auch Goti. Deswegen, neue Goti-Karte ist hier ebenfalls am Start. Aroma-Mischung, ebenfalls neue Zauberkarte. Aber wir haben noch nicht das Monster gezogen, wovon ich die ganze Zeit geredet habe. Dramatische Schlangenverfolgung. Und dann haben wir hier Schwammsammlung. Und dann hier zum Ende nochmal den 100. Ja, ist ein 100-Füßler, kein 1000-Füßler. Ich wollte hier gerade sagen, den 1000-Füßler, aber nee, ist der 100-Füßler. Dann weiße Aura Wahl, Überfall-Raptor. Wie gesagt, wir haben ja neue Überfall-Raptor-Karten drin und Gesandter aus dem Wachshaus. Artwork, sehr, sehr hübsch. Illusion, wie gesagt, Illusion kommen immer wieder mehr. Ist ja klar, dass immer mehr kommen. Dann haben wir Thron, ewige. Ja, genau, das ist natürlich eine Jubel-Karte. Allgemein, Jubel, bin ich gespannt, was wir haben. Und eine neue Karte! Okay, das, die. Nee, beides neu! Oh! In Asche geblieben, bis in alle Ewigkeit. Okay, wir müssen lesen. Unterweltler, du kannst diese Karte auf dem Spielfeld auf den Friedhof legen. Füge deine Hand ein Finsternismonster der Stufe 10 von deinem Deck hinzu. Du kannst diesen Effekt nur einmal pro Spielzug verwenden. Du kannst die Karte vom Spielfeld auf den Friedhof legen. Was ist denn Finsternismonster Stufe 10? Also klar, Jubel, aber vom Feld ist halt so. Er ist Stufe 3, Unterweltler, Tugeld. Interessant. Okay, was haben wir neue Karte hier? In Asche geblieben. Wenn diese Karte aktiviert wird, du kannst deine Hand ein Virus der Eruptionsdrache der Auslöschung, krasser Name, oder ein in Asche gelegte, in Asche gelegt, so heißt der Archetype, in Asche, hatten wir das? Nee, das ist keiner, okay. In Asche gelegt, okay, ich glaube, wir hatten noch keinen. Wenn, tut es mir leid, in Asche gelegt, okay, in, dann ist aber Sonnenuntergangsstimmung sehr interessant. Monster in den Friedhof hinzufügen. Warte, deine Hand hinzufügen. Okay, vom Friedhof. Okay. Du kannst ein auf das Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert und das du besitzt. Übernimm die Kontrolle über jenes Monster. Dann kannst du alle offenen Monster, die dein Gegner derzeit kontrolliert, ATK in Höhe der Grund-ATK des Ziels verlieren lassen. Die ATK-Änderung dauert bis zum Ende dieses Spielzuges an. Du kannst diesen Effekt von ihr nur einmal pro Spielzug verwenden und nur einmal pro Spielzug aktivieren. Okay, interessant ist, ein Monster übernehmen. Das ist doch schon mal nett. Das ist nett, interessant. Wollen wir mal gucken, was weiterkommt. Fischlampe hatten wir hier und wieder in Illusion. Illusion Monster sieht auch sehr wild aus hier. Man denkt, das ist das Gesicht, aber nein, Leute, das ist das Gesicht. Beschworener Herrscher, Schleif-Olem und Überfall-Raptor. Genau, Raptor. Raptor! Wir haben das Exit gezogen. Ja, auch hier, ne? Huge-Sterne, Huge-ATK. Ist natürlich krass, ne? Ist auf jeden Fall krass. Und natürlich passt das zu Überfall-Raptor, weil Überfall-Raptor natürlich. Man denkt sich jetzt, okay, wie soll man denn 5 geflügelte Ungeheuer Stufe 13 schaffen? Denkt man so, ja, geht da gar nicht. Ja, das ist natürlich wahr, aber es gibt ja Rank-Up-Spells, die das Ganze dann eben ermöglichen. Okay, die kennen wir auch schon. Der High, Ewige und nochmal. Den ziehen wir aber oft. Der will zu mir. Definitiv will der zu mir. So, wir haben gleich mal erst die Hälfte. Ist wieder Sonderlänge hier. Wollen wir gucken. Oh, 21. Stimmlose Stimmen hier. Drache. Ja, ist eben der neue Archetype mit Ritual. Habe ich ja schon gesagt. Dann haben wir hier 100 Füßler, kennen wir auch Notfall. Und finsteres Element. Allgemein, es ist sehr viel mit Finsternis, was ich sehr gut finde, weil ich finde Dark Monster allgemein sehr gut. Von daher passt das Ganze natürlich. Dann haben wir die Goblins und wir haben Held der in der Asche gelegte Stand. Okay, was kann die? Oh Gott. Warte, sie ist Pyro? Sie ist Pyro, aber nicht Stufe 4. Okay, es ist ein Pyro-Archetype. Es ist, wenn es ein Pyro-Archetype wäre, wäre natürlich, das wäre huge mit Bonfire. Okay, falls bla bla bla, also falls eben das bestimmte Monster in der Spielfeldzone liegt, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Schon mal gut, weil er viele Sterne hat. Ja, du kannst Held der Asche gelegten Stand nur einmal pro Spielzug auf diese Art Spezial beschwören. Okay, macht Sinn. Während der Main Phase, Quick Effect. Das ist gut. Quick Effect schon mal gut. Quick Effect ist immer gut. Du kannst ein Pyromonster
auf dem Spielfeld wählen, zerstöre es, dann falls du eben, nee, ist nochmal ein anderer, falls du den anderen auf, durch diesen Effekt zerstört hast, kannst du ein, Alter, die Namen, woher soll ich denn jetzt wissen, welcher ist? Achso, das ist jetzt der gleiche von oben. Falls du von deinem Deck auf eine Spielfeldzone legen, du kannst diesen Effekt von ihm nur einem Prozentzug verwenden. Okay, er holt den anderen aus dem Deck und er zerstört ein Monster. Pyro zerstört eigene Monster. Das klingt schon nach Fire King. Also das klingt einfach schon nach Fire King. Also wenn da nicht Fire King ist, dann weiß ich auch nicht. Dann wieder die neue und auch neu. Was ist das? Schwalbenkauri? Okay, was sagt die? Biete ein Geflügel-Ungeheuer-Monster in deiner Hand oder offen auf dem Spielfeld als Tribut an. Okay, Quickspell macht, ist schon gut. Füge deiner Hand ein Geflügel-Ungeheuer-Monster mit derselben Stufe, die das Tribute Monster hatte, von der Deck hinzu. Du kannst ihn nur einmal pro Spielzug verwenden. Oh, ein Searcher. Das ist interessant. Das ist interessant. Ein Searcher, das gefällt mir. Das gefällt mir. Klar, ne, man muss das opfern, aber ist ja nicht so schlimm. Dann haben wir hier Überfallraptor, den Weißen und, dann haben wir den Goblin Biker. Ist auch nicht der Searcher, aber ist der von Friedhof. Auch sehr nett. Wieder Goblin, komplett neuer Archetype. Bin mal gespannt, was da in Zukunft ist. Treuiger Geist kommt auch ziemlich oft zu mir. Der mag es auch bei mir. Mondfresserdrache. Sieht sehr hübsch aus. Dann haben wir Meister, dann haben wir ihn, können wir schon auch drüber schauen. Haben wir auch schon drüber gesprochen und wir gehen hier mal schneller durch. Ah, ich wollte ihn gucken und mystische Kartoffel. Kartoffel, auch eine Karte, die interessant ist. Also muss ich wirklich sagen, die interessant ist. Weil was beschwört sie? Ein Monster mit 1500 oder weniger TK. Na gut, da kann man nicht alles holen natürlich, ne? Aber man kann einiges holen. Alter, jetzt kommen sie aber hier. Jetzt kommen die Meister zu mir. Apropos Meister, Goblin Beschleuniger ist wieder der Spezialbeschwörer und Terror des Nachholz ist eine Karte, die wir kannten. Genau. Allgemein, hier gibt es auch, wenn wir gerade bei Traps sind, gibt es, ich habe die Karte die ganze Zeit geskippt, ne? Ja, Exitkraft, auch die Karte, die ich nicht kenne. Leg ein Exitmonster von deinem Deck auf dem Friedhof außer Exitkraft. Okay, da weiß ich nicht, welches es gibt. Bestimmt gibt es da eine gute Synergie. Und falls sich ein Exitmonster auf dem Spiel befindet, das ein Exitmonster das Material hat, das ist nicht so schwer, kannst du die Exit-Karte stattdessen an das Monster hinzufügen. Oh, das ist interessant, das ist interessant. Während deiner Main-Phase, außer dem Spielzug, in dem diese Karte auf den Friedhof gelegt wurde, okay, du kannst diese Karte von einem Friedhof verbannen, hänge ein Material von einem Exit-Monster auf eine beliebige Spielfeldseite ab. Dann, falls das abgehängte Material ein Exit-Monster war, kannst du jenes Monster, deinen Friedhof oder eine verbannte Karte, kannst du jenes Monster von deinem Friedhof oder deinen verbannten Karten als Spezialbeschwörung verteilen und beschwören? Du kannst den Effekt. Ah, er beschwört auch noch was. Interessant. Also, wir haben ja einmal eben mit Exit-Karten. Ich weiß halt nicht, was es da gibt, ne? Also, da müsstet ihr jetzt dann, müsstet ihr dann halt eben darüber reden. Also, da weiß ich natürlich nicht, was hier dann ist. Wie gesagt, Überfall, Horst. Das weiß ich nicht. Da finde ich das Artwork sehr lustig dann zusammen. Oh! Ein Highlight, ein Riesen-Highlight, würde ich sagen. Schlangenaue. Ja, das ist ein Pyromonster der Stufe 1 Feuer. Ich könnte mir gar keine Synergie mit dieser Karte mit irgendwas vorstellen. Nein, natürlich. Ne? Fire King freut sich über diese Karte sehr. Beziehungsweise Snake Eye, super gute Karte. Wenn diese Karte der Hand hinzugefügt, außer durchziehen, dann können wir sie eben spezial beschwören. Und falls diese Karte normal spezial beschworen wurde, oh, sie spezial beschwört sich selber, dann können wir uns eben eine Schlangenauge-Zauberfallen vom Deck hinzufügen. Super gut und man weiß nicht, was es ist. Jetzt ist es erstmal eine Ultra-Rare. Ich dachte wirklich, dass es ein Secret Rare wird, aber es wird eine Ultra Rare. Was Gutes. Gefällt mir. Gefällt mir doch. Alter, wir ziehen, ey. Wir ziehen Eisdonner, wir ziehen Schlangen. Ich kann mich nicht beschweren, ne? Sag ich mal so, wie es ist, ne? Weiter geht's. So. Vielleicht ziehen wir noch Jubel. Ich weiß nicht. Also Jubel, wir können ja schon mal auf das Fusionsmonster eingehen. Denn ja, es ist ein Fusionsmonster. Und das Besondere ist, es braucht natürlich Jubel, wer hätte das erwartet. Und Monster auf dem Feld. Und das klingt schon, und es klingt nicht nur so, sondern ist es auch so. Es klingt so, Asche gelegte Stadt, wieder neue Karte. Aber zu dem Thema Sonnenuntergangsstimmung hat gar nichts mit dem Archetype zu tun. Okay. Reden wir nicht drüber. Aber was ich sagen wollte, man kann eben mit Superpolymination natürlich theoretisch das ganze Feld des Gegners wegmachen. Braucht nur ein Jubel-Monster. Das ist natürlich so eine Sache für sich, ne? Okay. Das ist die vierzweite Archetypes. Offene als spezialbeschworene Monster, die dein Gegner kontrolliert, werden nur während deines Zuges zu Pyro. Das riecht auch wieder nach Superpoly. du kannst jeden der folgenden Effekte von ihnen nur einmal pro Spielzug verwenden. Während deiner Endphase, du kannst ein. Okay.
Obsidim. Warte, das ist nicht den, den wir gezogen haben, ne? Ich habe ihn verloren. Es ist nicht der, den wir gezogen haben. Den haben wir noch nicht gezogen. In einen Friedhof wählen, lege sie unter dein Deck. Dann ziehe eine Karte. Okay, sie recycelt eben die Karte. Also es ist ein Monster, glaube ich. Ja, war ein Monster. Außerdem, falls diese Karte auf dem Spielfeld zerstört und verbannt wird, du kannst ein aschengelegtes Monster als Spezialbeschwörung von deinem Deck beschwören. Okay, nett. Sie recycelt und sie macht alles zu Pyro. Da muss ja irgendeine Synergie kommen. Okay, bin gespannt, bin gespannt. Bin gespannt, was da auf jeden Fall kommt. Bin gespannt. Also, klar, ne, also, das ist ja TCG Exclusive und ich vermute mal, dass es dann halt nicht nur in diesem, sondern auch im nächsten Hauptset dementsprechend dazu Karten kommen werden. Aber das werden wir dann sehen. Werden wir dann halt eben sehen. Nochmal die Fusion, interessant. Letztes Angebot, Exitkraft, die wir jetzt ja doch gelesen haben, weil wir kurz überlegen mussten. Ah ja, die ist neu. Ja, das ist natürlich, wenn man so viele Karten sieht, man weiß, man kennt einige davon, aber eben nicht alle. Und da haben wir die nächste Secret Rare. Und zwar Bit. Ja, und diese Karte ist auch sehr interessant, denn sie kann mit ultimativer Schlechter in der Theorie genutzt werden, weil wir ihn dann selber in der Theorie wieder in die Zauber- und Fallengarnzone packen können. Ist generisch Stufe 8. Bin gespannt. Bin gespannt, ob man diese Karte spielen wird. Ist, wie gesagt, eher ein ultimativer schlechter Target. Mal sehen, mal sehen. Wir werden sehen, was man daraus macht. Man weiß es ja nie. Letztendlich, ich glaube, man sieht so eine Karte, zum Beispiel so, ja, kann man, na gut, das ist jetzt ein blödes Beispiel, kann man Kuribo spielen? Nein, natürlich nicht, aber man denkt sich halt, eine Karte ist für etwas und am Ende kann man sie dann eben für etwas ganz anderes benutzen. Hier haben wir Goblin Biker wieder, wir haben auch bald alle, ist das der Searcher? Nee, der kann noch zur Hand speziell beschwören. Oh, wir kriegen noch den Searcher irgendwann. In Asche, Wandervogel, den hatten wir schon bereits. Okay, Schlange auf Verfolgung. Dann haben wir also, wir haben neue Karten für Flip, interessant. Und wir haben einen neuen Archetype, das ist interessant. Also beim Flip weiß ich noch nicht so ganz, ob das Allgemeinkarten sind, die für Flip sind. Oder eben, auch irgendwie ein Archetype ist, das weiß ich natürlich nicht. Und Barriere des stimmlosen Stimmen, ebenfalls eben für das Ritualdeck-Thema. Weiter geht's hier, es geht wieder viel zu lang. Gefühlt am Ende... Es sind nur 24 Booster, aber wir sind dann noch bei 30 Minuten. Einige sagen gut, andere... Oh, große Feier, der Goblin Biker! Na, da haben wir doch die Spell, die halt theoretisch suchbar ist. Wir ziehen das Monster nicht, was das kann. Dementsprechend, ja, ist auch nice, dass wir das haben. Wie gesagt, ist für Exit alles gedacht. Ich bin gespannt, was da vielleicht noch in Zukunft kommen wird. Und auch die Karte ist sehr interessant. Also, ich weiß nicht, wenn geflügelte Ungeheuer... wieder ein interessantes Deckthema bekommt. Ich weiß gar nicht, ist das für Blackwing vielleicht gar nicht so schlecht? Okay, sie macht in der Theorie... Wir müssen mal sehen. Macht in der Theorie ja erstmal... du musst eins opfern, aktivierst sie. Also es ist ja wie Small World, kann man sagen, ne? Also es ist eher wie Small World und kann man eben so betrachten. So weiter geht. Und oh, My Spectre ist super rare. Ja, My Spectre bekommt halt eben neue Karten, was sehr interessant ist, weil gerade auch das Link-Monster, also erstmal, er ermöglicht halt eben... sich selbst für Substanz zu beschwören. Das heißt, es ist einfacher, zwei Monster zu bekommen. Dann können wir ganz einfach durch diese zwei Monster in unser Link-Monster gehen. Oder den Link-Monster können wir wieder zwei Monster suchen. Ja, es ist nicht schlecht. Es ist wirklich nicht schlecht. Kirin, we missing you. Aber ja. Wandervogel, Materialisierung und der 100-Füßler und Winsters Element. Also, My Spectre ist eigentlich auch echt. Also, gefällt mir wirklich. Vor allen Dingen ist er wirklich schon ein sehr, sehr alter. Und, Horus Support ist ebenfalls da und als Super Rare gefällt mir doch, nehmen wir doch gerne mit. Das ist gut, ja, neuer Support, neuer der kaiserlichen Gruft, nehmen wir natürlich mit. Weiter geht's. Dann haben wir den Goblin, Urknall und Albtraumschmerz, ja, ist natürlich immer schön, mal Jubel auf Artwork zu sehen, weil ich finde, Jubel hat ein sehr, sehr hübsches Artwork und wir haben das letzte Pack. Kriegen wir noch? Fehlt noch eine Ultra oder so? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber wir machen einfach weiter und gucken jetzt. Bitte, was will ich noch ziehen? Ich weiß nicht. Lass einfach mal gucken. Und die Rank-Up für Überfall Raptor und Stimme und Notfall und das. Okay, wir haben nicht alles gezogen. Ja, wer hätte das denn gedacht? Wir können einfach mal hier nochmal Stück für Stück gehen, durchgehen. Was kann man auf jeden Fall noch erwähnen, was erwähnenswert ist? Wir bekommen auf jeden Fall nochmal ein neues
Pyro-Link-Monster, was ebenfalls natürlich gut ist. Brauche ich drüber reden. Nee, es ist Unterwelt, das ist gar nicht Pyro. Unterwälder Feuermonster, aber es ist natürlich Feuer, auch für Fire King. Sehr, sehr gut. Das haben wir jetzt zum Beispiel natürlich nicht gezogen. Ja, muss man dann gucken, was das ist. Zusätzlich gibt es eine neue Zauberkarte, die ein bisschen mit Fusionen ist, die quasi indirekt natürlich für Runic ist. Muss man auch sehen. Wir haben noch eine neue Falle, wie gesagt, habe ich angeschaut. Wir haben von Aroma gar nicht gezogen. Wir haben also einiges nicht gezogen, aber es ist ja nicht schlimm. Denn wir haben, was haben wir denn gezogen? Wir haben das Überfallraptor gezogen. Wir haben unser Synchromonster gezogen. Wir haben den neuen Archetype gesehen, was auch sehr nice ist. Leider habe ich nur 2 Karten. 3 mit der Falle, aber ja, also, da fehlt irgendwie noch was. Goblin ist hier drin. Wie gesagt, es gibt neue Karten, die irgendwie haben. Dann haben wir natürlich Snake Eye. Auch sehr nice. Horus, My Spectre, neuer Archetype. Neue Konterfalle. Konterfallen sind gar nicht so häufig, vor allem nicht so generische, denn generell sind ja Konterfallen eher, ja, ich sag mal, themeneigene Karten. Jetzt haben wir eine generische auch mal wieder. Sehr nice, sehr nice. Ich finde es super, mir gefällt es super. Ich finde immer, ich bin auch gespannt auf den Archetype. Ich kenne ja leider nicht alle Karten, ihr wahrscheinlich schon. Falls nicht, guckt einfach mal anderen YouTubern vorbei, die ebenfalls hier das Opening von dem Set gemacht haben. So Leute, jetzt aber hoffe ich, dass das Opening euch gefallen hat. Und ich wünsche euch wie immer natürlich einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Duellieren.